Ja, hallo Hallöchen, und da sind wir auch schon wieder mit Gardenscapes 2. Ist auch von Astragon und das habe ich jetzt dreimal in der Hand. Mal schnell in meine Kiste schauen, ob es wirklich drei sind. Nicht, dass ich euch da irgendwie etwas von einer Dinger. Ja, genau. Drei Stück werden jetzt verlost. Oder es gibt werden Gewinne nach dieser. Nach diesem Livestream werde ich mal kurz dann auf eine Homepage umschalten, wo man dann auswürfeln kann. Also ich bekomme. Ne, das funktioniert jetzt so. Die alle, die, also einer von denen, wo ein Schwert hier dran hat im Chat, das sind die Admins, und einer von denen macht jetzt eine Namensliste. Alle, die fleißig mitwirken bei dem Game, also immer wieder irgendwas dazu schreiben, bla bla bla, die werden in die Liste eingetragen. Wer nicht eingetragen wird, sind die, die was ganz still und leise einfach nur zuschauen. Also Aktivität ist jetzt hier wichtig. Und dann gibt's unter euch allen drei Gewinner. Und die werden nach diesem Livestream werden die gezogen. Gut. Ich hoffe, es ist soweit verstanden. Oh, warum sind nur noch 19 Leute da? Wo sind die anderen alle hin? Aber hallo? Oh mein Gott. Naja, die werden gleich wieder kommen. Okay, so. Erst noch einen Schluck trinken. Ja, ihr seid gespannt, was da jetzt kommt. Also ich muss eins sagen. Ich habe das Spiel schon, ich glaube einmal, ja einmal habe ich es schon durch. Es macht saumäßig viel Spaß. Was, hey, wenn einer gewinnt, kann man nochmal was gewinnen? Nein. Nein, also es, man kann nur einmal was gewinnen. Also überlegt euch, ob ihr jetzt gewinnen wollt oder nicht. Ihr habt dann die Chance nach, wenn ich zur Gewinnauswahl komme, lies ich ja die Nummern vor mit den Namen erstmal. Und dann könnt ihr sagen, ob ihr dabei sein wollt oder nicht. So. Es gibt an diesem Wochenende nur immer einer kann gewinnen. Also Patrick, das heißt nicht, dass du dann bei Euro Truck Simulator auch nochmal mitmachen kannst. Also überleg dir ganz genau. Also ihr könnt den Gewinn entgegennehmen oder nicht, wenn ihr gezogen wird. Und ich sage jetzt zum Beispiel, Patrick Wasmann, du hast jetzt das Spiel gewonnen. Dann kannst du sagen, nein, ich will's nicht. Dann werde ich einen anderen ziehen. Also soweit, klar. Gut. Machen wir das Ganze nämlich echt spannend. Okay. Ich hab einen Spielstand. Den Spielstand spiele ich nicht weiter. Und zwar, wir machen einen neuen. Und zwar neu. Und möchtest du ein neues Spiel beginnen? Ja. Für unsere Eltern. Was? Eltern? Hallo? Eltern? Ja, Retro Boy, was gibt's noch? Es gibt ein Video, wo genau alle Spiele gezeigt wird, werden, was ihr gewinnen könnt. Einfach mal auf meinen Kanal gucken. Schatz oder Niki oder irgendwer kann jemand vielleicht den Link von dem Video schnell posten. Oh je, sieh dir das nur an. Hä? Kann man gar nicht mitlesen. Hallo. William, das nützt nichts. Ich habe schon probiert, es zu reparieren, aber nichts hat funktioniert. Ja. William, haben wir Besuch? Oh mein Gott, was für eine edle Dame. Wie sie winkt mit ihrem Hut. Nein, ich glaube es nicht, wenn das nicht unser Austin ist. Austin, hallo zusammen. Ich habe euch so vermisst. Oh. Na, Namen eingeben. Ja. Livestream heißt die Familie.
So. Jetzt warten wir ab. Vater, was ist mit dem Garten passiert? Oh mein Gott, alles kaputt. Wir sind nicht mehr so jung wie früher, mein Junge. Aber machen wir uns nichts draus. Komm rein und mach es euch bequem. Macht es euch bequem, jawohl. Livestream, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich bringe aber zuerst meinen Koffer ins Haus. Ja dann, hopp hopp. 3 Stunden später und noch 3000 Fragen von Austins Mutter. Ach du Scheiße. Oh je, das war einmal ein schöner Garten, aber nun wird er leider vernachlässigt. Sieh nur, wie verwildert er ist. Wollen wir versuchen, ihn auf Vordermann zu bringen? Natürlich. So, wir können da jetzt natürlich noch nichts kaufen. Links klick. Wir bräuchten ganz schön viel Geld, um den Garten auf Vordermann zu bringen. Aber momentan sieht es aus, sieht es mit unseren Ersparnissen eher mau aus. Wir können es verkaufen. Bei meinen Eltern liegt jede Menge Gerümpel herum. Gut, dann gehen wir auf Spielen. So, im Esszimmer geht's los. So, der will den Cowboy-Hut. So. Und dann haben wir da Geld. Da müssen wir das Geld einsammeln. So. Und jetzt müssen wir natürlich, geht weg da. So, jetzt müssen wir natürlich da. Rollschuhe will die junge Dame. Lunchpaket. Handschuh. Hund. Was? Hunde. Geschirrtuch. Nein, das ist kein Geschirrtuch. Das auch nicht. Wo ist Geschirrtuch? Da. Und. Dann eine Wassermelone, eine Schleife. Also, Wirbelbildspiele sind echt cool. Da muss man suchen. Schleife. Kürbis und Bücher. Da haben wir Bücher. Gut, dann können wir wieder Geld einsammeln. Da oben sehen wir, wie viele Kunden wir kriegen. Und wir haben alles schon geschafft. Das war ja schnell. So, Tippbonus 30. Denn wir haben keinen Tipp verwendet, deswegen haben wir $30 zusätzlich bekommen. Während dem Verkauf kannst du Hinweise in Form von Fragezeichen finden. Sie helfen dir in schwierigen Situationen. Ah, Fragezeichen. Ja. So, und was jetzt? Glückwunsch zu deinem ersten Verkauf. Du hast $285 verdient. Gut gemacht. So, jetzt kann ich hier natürlich erstmal schon mal was kaufen. Die wollen Bänke haben. Was nimmt man da für welche? Ja, nimm mal weiß. Das schaut cool aus. Ja, gut gemacht. Zusammen sorgen wir dafür, dass der Garten sogar noch schöner wird als vorher. Ich stehe dir immer zur Verfügung, wenn du mich brauchst. Viel Glück. Gut, dann spielen wir die nächste Runde, dass wir wieder Geld zusammen. Obwohl, kann man hier noch was? Nein, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Geld. Okay. Was, warte kurz? Nein, alles trocken. Nur sehr neu. So, wow, das ist aber dunkel hier. Suchen wir nach einer Glühbirne und drehen sie in die Lampe. Ah, toll. Am Anfang kriegt man natürlich noch viele Tipps. So, jetzt haben wir hell. Entferne 4 Spinnweben. Okay, 1, 2, 3, 4. Wechsel das Fenster aus. Da muss irgendwo eine Glasscheibe stehen. Ah, Fragezeichen hier. Cool. Ja, ja. Das sind dann die Tipps. Da ist eine kaputte Scheibe. Und wo ist dann die ganze Scheibe? Wo findet man die? Wechsel das Geländer aus. Geländer. Ah, hier. Das haben wir. So, jetzt brauchen wir noch eine Glasscheibe. Wo ist die? Hallo Glas! Hallo Glas? Wo ist das Glas? Ich sehe kein Glas. Ah, da! Aber erstmal schauen, gibt es hier noch irgendwo was anderes, was wir einsammeln müssen? Ein Fragezeichen oder so? Nein. Okay, gut. Dann haben wir das auch. Und wechsel das. Ah, haben wir schon. Cool. Alles fertig. Schon viel besser. Jetzt können wir die ersten Kunden hereinbringen. Ach, jetzt werden Sachen verkauft, okay. Also, Taschenlampe ist das hier. Kastenförmiges Musikinstrument. Das hier. 2 Telefone. 1. Und 2. Pferd. Hallo Pferd. Da Pferd. Karte. Da. So, Pokal. Wo ist ein Pokal? Pokal. Korb haben wir hier. Trompete haben wir hier. Bücher sind hier.
Maske haben wir hier. Und der Pokal. Hallo, Pokal. Wo ist hier ein Pokal? Ah, hier. Ja, wir haben wieder Kohle gemacht. Ja, das heißt, ihr könnt vielleicht eventuell wieder was kaufen. Haltet beim Verkauf nach Münzen Ausschau. Klickt sie an, um sie einzusammeln. Ja, danke, dass du das jetzt sagst. So, ach, wie schön. Du bringst den Garten auf Vordermann. Ja, wir können jetzt gleich wieder was kaufen. Und zwar, schauen wir mal. Da könnten wir jetzt was hinmachen. Ich glaube, wir nehmen das Gelbe. Oh, shee. Kann man sonst noch was kaufen? Nein. Wir müssen die nächste Runde spielen. Und zwar im Studio. Ah, da ist schon eine Münze. Guck, eins. Da haben wir auch eine. Erstmal schauen, dass wir die Münzen alle zusammenfinden. Und vielleicht noch Fragezeichen. Falls noch irgendwo eins ist. Nein. So. Kerzenständer. Wo bist du? Da. Musikinstrument. Ja, welches Musikinstrument? Die Geige wahrscheinlich. Krawatte. Da oben. Ah, tausche eine Stufe der Treppen aus. Okay, da muss irgendwo ein Brett sein, wo ich austauschen muss. Und wo ist das Brett? Hallo Brett? Nein, da ist keins. Ah, da oben ist Brett. Da. Und dann eine Laterne. Die. Genau, so. Können die nächsten kommen? Eine Halskette. Haben wir hier eine. Kaktus. Steht da hinten. Palette. Palette? Palette. Palette, meint die Farbpalette. Jo. Schützt vor Regen. Also ein Regenschirm quasi. Ah, da. Und Blumen. Da. Genau. So, dann einen Rabe. Engelsfigur. Ne, das ist kein Engel. Das ist auch keiner. Da ist Engelsfigur. Einen Pinsel. Material zum Kneten. Knetmasse ist das. Knetmasse. Ja. Und zwei Diamanten. Einer. Und da ist der zweite. Gut. Gut, gut. Ja, wir sind aber verdammt schnell heute. Das geht ab hier. Oh. Einige Kunden möchten eine Reihe gleicher Objekte. Du erhältst mehr Geld, wenn du alle Objekte einer Art findest. Okay, danke für den Tipp. Ja, was wird denn so geschrieben von euch? Bin gleich zurück, muss jetzt essen. Bis gleich. Ja, Patrick, Mahlzeit. Es werden mehr Zuschauer. Ja, 47 haben wir schon wieder. Das ist doch cool. Beim Fenster, bei Kiste links unten. Gut gemacht schon. Beim Fenster, schick, schick. Ihr kribbelt in den Finger schon. Genau. Yeah. Super. Okay, dann können wir... Nee, wir haben noch zu wenig Geld fürs nächste. Also, es ist echt cool, das Game. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie, weil das so schnell geht. Die anderen, was wir jetzt gezockt haben vorher, mit The Creeper und das Page, das war halt so, ja, ewig lange gebraucht und so. Und naja, man musste halt viel noch mehr nachdenken und hier muss man eigentlich nur suchen. So, was willst du? 20 Albumseiten. Na, dann müssen wir mal schauen. Da sind 20 Seiten irgendwie verstreut. Die müssen wir ganz schnell zusammensuchen. Denn je schneller, desto mehr Kohle gibt es wahrscheinlich. Ich hoffe, es gibt hier nicht irgendwo ein Fragezeichen, was ich übersehe. Da ist noch eine, da ist noch eine, da ist noch eine. Dann haben wir da hinten noch eine. Nein. Ah, wir haben alle. Jo! Und was gibt's jetzt? Ausgezeichnet. Machen wir das erste Foto für das Album in den Garten. Okay. Jetzt müssen wir Gartenbild machen. Oh, schau mal, auch mal. Nehmen wir da hinten das Auto auf, oder? Ne, machen wir schon Familienbildchen. Oh, oh mein Gott, ein Familienbild. Da haben wir jetzt ein Album da oben. Da können wir jetzt immer reingucken. Oh mein. Oh, schau mal, oh da. Ja. Che, Familie. Ja, es wird auch noch schwerer, aber das wird nur Stück für Stück schwerer, also man gewöhnt sich da eigentlich dran. So, Kohle haben wir jetzt nichts gekriegt. Nein, wir müssen jetzt noch weiter zocken. Das Dach.
So, mir kribbelt in der Kehle. Ich glaube, ich muss mal was trinken. Prost, ja, zum Wohl. Bonilla Uwe, da lass es schmecken. Das ist eine Das ist ein Kamerahinweis. In anderen Zimmern findest du mehr davon. Sieh genau nach. Sie kommen in allen Formen vor. Okay, Kamerahinweis. So, jetzt haben wir das hier. Ah, das. Für einen kurzen Moment werden nur die Gegenstände angezeigt, die du finden musst. Ja, das ist doch cool, oder? Dann brauche ich das hier, das hier, das hier und das hier. So, dann haben wir da oben eine Münze. Dann haben wir hier eine Münze. Und Frage zeigen sie nicht. Lüftungsgitter. Wo ist ein Lüftungsgitter? Da ist ein Lüftungsgitter. Regenschirm haben wir da ein. So, was haben wir sonst noch? Irgendwo ein Fragezeichen? Ich sehe keins. Einen Gürtel. Gürtel ist das, oder? Jawohl. Weinzutat. Ja, wahrscheinlich Weintraube. Ballons. Das Gute ist, man kann das Spiel immer wieder spielen. Aber es ist jedes Mal andere Sachen zu suchen. Elektrokabel. Farbiges Glas. Das wird das hier sein. Setzt den Vogel zurück in sein Nest. Ah, Vogel und Nest. Kopfbedeckung. Kopfbedeckung. Ah, das sind nur Münzen. Nehmen wir natürlich alle mit. So, wo haben wir die Kopfbedeckung? Kopfbedeckung. Ah, hier. Okay, Elektrokabel und zwei Zirkel. Einen Zirkel haben wir hier und einen haben wir hier. So, Elektrokabel. Wo ist das Kabel? Also das ist es nicht. Nein. Nein, das zeigt er nicht als Kabel. Ja, jetzt hänge ich schon. Ah, da. Gut, und wieder eine Runde fertig. Du kannst jederzeit das Fotoalbum öffnen, indem du im Garten oder beim Verkauf auf die Schaltfläche klickst. Okay. So, dann kaufen wir uns jetzt natürlich das nächste Stück. Was, Design? Du kannst deine Käufe bearbeiten, indem du sie entweder direkt oder das Symbol in der Liste anklickst. Ja, dann schauen wir mal. Ach, da kann ich dann das Design immer wieder ändern. Aber das will ich ja nicht. So. Jetzt schauen wir mal. Jetzt können wir hier wieder was kaufen. Und zwar... nur Rasen ist blöd. Der ist ein bisschen zu wild. Ja, mit weißen Blümchen. Oh, ich pflanze Blümchen. Go. Und dann spielen wir mal weiter. In der Küche. Oh mein Gott, wie schaut es denn da aus? Aber hallo. William backt so lecker Kuchen, hinterlässt jedoch eine komplett mit Mehl bedeckte Küche. Entferne drei Mehlspuren. Dann haben wir hier, hier, hier. Befestige die Schranktür. Schranktür haben wir hier, hier. Sammle vier Gabeln. Eins. Zwei. Hallo Gabeln. Drei. Und wo ist die vierte? Die hat der William mitgenommen. Hallo, vierte Gabel. Ja, warte noch mal. Wasche das Geschirr. Okay, das hier. Nee, warte mal. Ah, hier. Und hier. Gut. Repariere die Uhr. Da ist ein Uhr-Dings. Und da ist die Uhr. Gut, jetzt eine Gabel brauchen wir noch. Eine Gabel. Ah, da haben wir sie. Oh, kochen mit John Myers, jawohl. Im Bärenkorb. Ja, so schaut es bei mir aber nicht aus. Fast so, aber nicht ganz. Oh, die Kunden warten schon auf mich. Dann schauen wir mal. Ah, Foto. Hier, Foto. Wandleuchte. Das wird dann das hier sein. Zwei Ventilatoren. Ventilatoren. Wo haben wir Ventilatoren? Hallo? Bin ich jetzt blind? Hallo? Fragezeichen. Ventilatoren. Wo ist denn das Ventilator? Zum Basketball spielen. Also der Basketball, dann das Flugzeug. Da oben.
Dann Handschuh, jawohl. Und Tonkrug, jawohl. Nein, der Tonkrug, hä? Das ist kein Tonkrug. Gibt's noch einen anderen? Ah, da ist ein Ventilator. Stimmt, an der Decke. Danke für den Tipp. Tonkrug, Ventilator, Boden. Boot will die haben, der die das haben. Da Münzen, die nehmen wir natürlich auch voll mit. Und was haben wir noch? Da ist auch ein Ventilator. Guckt euch das an, wie klein der ist. Der hat sich voll versteckt. So, aber Boot. Welches Boot? Boot, 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 Boot. Boot, Boot. Zum Geburtstag feiern. Ja, was braucht man zum Geburtstag feiern? Eine Torte. Tonkrug. Warum nimmt der den Tonkrug? Das ist doch ein Tonkrug hier. Oh, Mann, 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 Mann. Ah, da hinten Schiff. Salz und Pfeffer. Salz und Pfeffer. Wo steht das wieder rum? Wo haben wir das wieder hingestellt? Da oben. So, jetzt brauchen wir noch den Tonkrug, verdammt nochmal. Wo ist der? Das ist der Tonkrug? Hallo! Das ist eine Tonschale! Jo, danke für eure Hinweise! So! Über die Trophäenschlachtfläche rechts oben siehst du zu deine Trophäen. Aha. Die, die du bereits hast, sowie die, die es noch so zu holen gibt. Okay. Ja. Irgendwann. So, jetzt haben wir natürlich wieder ein bisschen Kohle. Aber es reicht immer noch nicht. Schaut euch das an. Wir müssen da noch weitermachen. So, der Keller. Oh, jetzt kommt der Keller. Das ist ein Lupenhinweis. Klicke darauf, um ihn zu verwenden. Okay. Ah, cool. Alles, was sich dann so bewegt, wird gesucht. Da das Horn. Ah, das ist doch schon mal cool. Das hier. Also alles, was dann zu tanzen anfängt, wird gesucht. Hey, komm. So. Dann sammeln wir mal unsere Münzen ein. Münzen, Münzen. Fragezeichen habe ich bis jetzt noch keins gesehen. Nein, 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 kein Fragezeichen. So, Maus, Maus. Wo ist die Maus? Da. Rechen. Rechen zum Brechen. Zu Hause eines Weichtiers, hä? Schnecke, oder? Ah, nee, Muschel. Cool. Ein Ball. Hier. Und Rose haben wir hier. So, dann lass mal schauen, was haben wir denn alles? Und da haben wir nicht ein Fotoapparat. Dann benutzen wir das gleich mal. Okay. Das, das, das. Und was war das noch? Zirkel, genau. So. Steck den Zapfhahn in das Fass. Zapfhahn. Da, Zapfhahn. Fass. Gut, dann sind wir da auffällig. Das geht ruckzuck, Leute. Das geht ruckzuck. Ja, Fass aufmachen. Genau. So, seid mir jetzt nicht böse. Ich muss jetzt irgendwie was für meine Nerven tun. Also irgendwie, normal mache ich das ungern, aber ich mache es jetzt einfach. Die Kenner von euch wissen es, was sie meinen. So, gleich geht's weiter. Für jedes ungenutzte Fragezeichen erhältst du einen weiteren Geldbonus. Ah, je mehr Fragezeichen ich habe, desto mehr Geld gibt's. Ah, ja, 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 ja. Der schaut schon irgendwie witzig aus mit seinen Hosenträger und der roten Schleife. Erinnert mich irgendwie an... Naja, weiß nicht. Nee, Runde saufen machen wir nicht. Ich sauf nicht. Ihr könnt saufen, gern. Macht doch. Mal eine blöde Frage, Retro Boy. Musst du eine Runde saufen, damit du das besser erträgst oder dir schöner saufen? Oder wie meinst du das?
meine blöde Frage. Gut. Jetzt müssen wir normalerweise, das Geld müsste jetzt... Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich halte es nicht mehr lange ohne Hundehütte aus. Ja, die kaufen wir ja jetzt. Ja, jetzt müssen wir natürlich schauen, welche passt hier in den Garten. Ja, nehmen wir die. Die schaut schön aus. Hey, jetzt haben wir ein bisschen Bello. Du hast eine Hütte für deinen Hund gebaut. Wo ist er? Ja, jetzt hast du schön gewinkt. Ah ne, jetzt kommt er. Oh, wie süß. Ein Hund haben wir. So eine Fußhupe. Aber geil. Eieiei. Also wenn ihr wollt, dass ich mal solche Games let's play, dann sagt es einfach. Wie heißt dein Hund? Ja. Der heißt so, wie mein allererster Hund geheißen hat. Condor. So, ach, jetzt können wir wieder neue Sachen kaufen. Was haben wir da? Ach, da brauchen wir viel Kohle. Schau mal. Oh ja, der Tenta. Oh, der macht Männchen. Ja, so, spielen wir weiter. Nein, Azkaban heißt er nicht. So, um den Schrank zu reparieren, muss einfach nur das Regal aufgehängt werden. Würdest du mir helfen? Okay, Regal aufhängen. Das heißt, ich muss jetzt irgendwo ein Regal finden. Da haben wir Brett. Ha, da haben wir es ja schon. Ersetze das Schrankbein. Schrankbein. So, wo haben wir dann Schrankbein? Da? Gut. Stell die Blumen auf den Sims. Leg die Decke auf das Bett. Decke. Ha! So schnell geht das. Ja, ich hatte einen Hund. Danke, dass du mir hilfst. Ich habe den Schrank bestimmt schon repariert. Wenn du mit Verkaufen fertig bist. Okay. So, dann Münze habe ich gleich gesehen auf Anhieb. Da ist auch eine. Die nehmen wir mit. Und da ist auch eine. Fragezeichen sehe ich jetzt gerade keins. Wenn ihr mir das Fragezeichen entdeckt, bitte sofort melden. Ich schaue alle 50 Minuten mal auf den Chat. Ah, hier. So, Flugzeug. Flugzeug. Da haben wir da eins. Komm, hey. Das ist ein Flugzeug. Such ein anderes Flugzeug. Nein, ich will jetzt keinen Hinweis verwenden. Zwei Pokale. Da ist einer, da ist einer. Da unten ist doch das Flugzeug. Warum nimmt er das denn auf? Bundespuzzle. Bundespuzzle. Ah. Heftnotiz. Da. Flasche. Eine Flasche, 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 Flasche. Hallo Flasche, hallo. Hallo Flasche. Ach, stimmt, die sitzt ja vorm Computer. wo ist jetzt die Flasche? Ich sehe keine Flasche. Bin ich blind? Okay, Basketball, machen wir gleich mal weiter. Schachfigur, da muss irgendwo eine Schachfigur sein. Hey, da kann... Oh, schaut mal. Mit dem Maus, das habe ich noch nie gesehen. So, Flugzeug, hallo? Das gibt's an der C-Stern. Ja, jetzt wird schon ein bisschen... Oh, da dreht sie auch. Oh, Flasche, Flasche. Schachfigur, Schmetterling, Schmetterling, Schmetterling. Alter Vater. Was ist jetzt los? Ah, Flasche. Ja, ein Flachmann. Sag's doch gleich. Ja, Schmetterling. Schere, da haben wir da oben eine. Schachfigur. Aber was meint der für Flugzeug? Hier, das geht, das nimmt er nicht. Oh. Darf jetzt nichts anklicken für kurze Zeit. Ach, verdammt. Schachfigur. Tennisball. Na, wo ist der? Das geht's ja nicht. Da ist eine Kamera rum, die was ich kurz abmachen könnte. Seestern. Wo ist der Seestern? Schmetterling.
Ja, jetzt wird schon. Aha, Skateboard. Flugzeug. Ich hab doch das Flugdartpfeil. Fernrohr habe ich doch gesehen, genau. Tennisball. Da oben. Ne, ist eine Münze. Da ist Tennisball. Ein Lolli. So, warum nimmt der das Flugzeug nicht, verdammt? Da ist der Seestern. Jetzt mal schauen. Jetzt mal einen Tipp holen. Dartpfeil. Ach, der wollte... Da, der Lolli, genau. So. Aber das mit dem Flugzeug kapiere ich nicht. Das nimmt er nicht. Ach, da hinten. Das. Das haben sie geschickt eingefädelt. Da zeigen sie das Flugzeug. Dann achtet man gar nicht auf das dort hinten. Das ist cool. So, was geht hier im Chat bei euch? Ja, ich kann nur John oder euch zuhören. Beides geht nicht. Ich bin eine. Ach, eine Flasche. Okay, cool. Wir sind auch im TS3 und erreichbar. Weitere Informationen findet ihr auf bla bla bla. Genau, das sieht. Das sieht was? Das sieht da ja aus wie bei Oma unterm Rock. Haha, ja, bei Hemmels unterm Sofa. Ja, ja, Digga. Vorhin hatte sie schon meine Küche gezeigt. Carlo, wir haben also doppelt gehört. Tennisball an der Lampe. Jawohl, danke. Wer von euch hier im Chat will, dann an der Verlosung teil. Nein, Schatz, das frage ich nachher. Es wird jeder. Schreibt einfach alle Namen auf. Und wenn eine Nummer, ein Name gezogen wird, kann er entscheiden, ob er den Gewinn haben will oder nicht. Will er den haben, kann er beim nächsten Gewinnspiel nicht mehr teilnehmen. Deswegen die Listen dann auch gut aufheben. Also zumindest die, was schon gewonnen haben, müssen wir dann eine eigene Liste machen. So, nur das Fragezeichen hilft dir dabei. Ja, ja, ich weiß. So. Mal ein... Ah, eine Schatzkarte. Ui. Eine Schatzkarte. Wo ist dein Schatz? Dann mal sehen. Kann man da jetzt schon... Nein, wir haben noch nicht genug Geld. So, jetzt können wir weiterspielen. Garage. Oh, da wird es wahrscheinlich sauer ausschauen. Das ist ein Thermometer-Hinweis. Klicke darauf, um ihn zu verwenden. Okay, was passiert da? Du hast einen Thermometer-Hinweis gefunden. Wenn dein Cursor sich in der Nähe eines Gegenstands befindet, nachdem du suchst, leuchtet die Box des Kunden auf. Wenn du dich weiter davon wegbewegst, steht sie wieder still. Okay, Schaufel. Dann gehen wir mal hin. Ah, cool. Oh, eiskalt. Heiß, eiskalt. Heiß, eiskalt. Heiß, dick. Ausgezeichnet. In anderen Zimmern findest du mehr davon. Sieh genau nach. Sie kommen in allen Formen vor. Okay, cool, danke. So, dann die Schachfigur. Schachfigur, Schachfigur. Überall kommen Schachfiguren vor. Das, die müssen alles hier irgendwo total verstreut haben. Da ist auch eine Münze, da hinten ist noch eine Münze. Komm, lass mich ran. So, okay, Schachfigur, Reifen, Dartpfeile. Reifen, Reifen, Reifen. Nein, das ist keins. Dartpfeile, Dartpfeile. Hallo? Hallo? Ja, bin ich jetzt ganz nah, Dartpfeil? Dann Telefon. Dann Schachfigur. Wo haben wir eine Schachfigur? Seht ihr eine Schachfigur? Ein Schläger sucht auch noch jemand. Wahrscheinlich ein Tennisschläger. Jawohl, eine Kappe. Nein, das ist keine Kappe, das ist ein Helm. Eine Kappe. Dann zwei Zirkel. Zirkel, Zirkel, zwei Stück. Da haben wir einen. Und da haben wir einen. Und dann ein Ball. Da ist ein Ball. Guck, Mädel, hast einen Ball. Eine Axt. Hey, Omi, für was brauchst du eine Axt? Feuerlöscher. Feuerlöscher. Hallo, Feuerlöscher. Wo ist der Feuerlöscher? Hallo? Hallo, 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 hallo? Da! So, dann Reifen. Was für ein Reifen? Ich finde, sehe keinen Reifen. Der Reifen geht nicht. Da, eine Schachfigur. Bürste. Eine Bürste. Hier ist eine Bürste. Nein, das ist ein Pinsel. Nimmt er nicht. Der braucht eine Bürste. Hier, Ventilator. Da ist einer. Dann den Helm.
Komm, das nimmt doch den Helm gar nicht, oder was? Das ist ein Helm. Das ist bestimmt wieder irgendwo ein anderer Helm. Jalousie. Da. Gummistiefel. Gummistiefel. Feuerlöscher zur Aufbewahrung von Benzin im Benzinkanister. Und da haben wir einen kleinen Fotoapparat. Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Ja, Feuerlöscher, Helm, Pylon. Pylon, Pylon, da haben wir einen Pylon. Ersetze den Ziegel in der Wand. Hä? Was? Wo? Wo ist Wand? Wo ist Ziegel? Da muss einer rein. Da, hier. Ha. Gut, so, jetzt haben wir da Feuerlöscher. Und jetzt fehlt aber immer noch der Helm und der Reif. Lass mal schauen. Schlauch. Okay. So, aber jetzt... Der will den Helm nicht. Wo ist noch ein Helm? Ein Helm? Helm? Hey, das ist doch kein Helm. Das ist ein Steuerrad. Also der Alte, der hat auch schon irgendwelche Krankheiten in sich. Mann, Mann, Mann. Ja, Tom Hoppe, bis morgen. Also da war jetzt irgendwas krank bei dem Mann. Aber naja, sowas kommt vor. So, jetzt können wir wahrscheinlich wieder was bauen. Ja, Gartenmöbel. So, welche bauen wir jetzt? Dum, 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 dum. Dum, dum. Was schaut besser aus? Ah, nehmen wir das hier. So, und weiter geht's. Esszimmer. Zitrone. Aber da haben wir erstmal wieder ein paar Münzen versteckt, die wir natürlich mitnehmen. Da die Zitrone, da wieder Münze, da eine Münze. Fragezeichen sehe ich nirgends eines. Doch, hier ist eins. So, Spielkarte. Da. Dann Schalter. Wahrscheinlich den. Tasse. Tasse, Tasse. Hallo, Tasse. Tasse. Zuhause eines Meeresbewohners. Aha. Also muss das wahrscheinlich eine Muschel sein. Wo haben wir das? Eine Maus, genau, eine Maus. Die Tasse suchen wir immer noch. Die Tasse. Die Tasse. Hallo, Tasse. Ja, bin ich jetzt blind oder was? Bonbon. Bonbon? Bonbon? Ein. Oh, Fächer, okay. Bonbon. Wo ist ein Bonbon? Fächer. Oh, was war jetzt? Ah, okay. Tasse. Die muss hier irgendwo sein. Ha, das ist doch kein Tasse. Doch, das ist eine Tasse. Fächer. Okay, Bonbon. Aha. Gut, Fächer. Irgendwo muss noch mal Fächer sein. Da oben. Ein Engel. Wir suchen einen Engel. Engel, Engel, Engel. Hier haben wir einen. Bananenschale. Liegt natürlich am Boden, wo sie hingehört. Dann haben wir die Würfel hier. Und zum Kochen. Zum Kaffee kochen. Ja, da brauchen wir eine Kaffeemaschine. Wo ist die? Hallo, Kaffeekoch. Kaffeemaschine. Bla bla bla. Was? Meckerst du da rum? Zu Hause eines Meeresbewohners. Ich habe noch keine Muschel entdeckt, meine Dame. Ich suche ja schon. Ich suche ja schon. Ich suche ja schon. Aber wo ist denn da eine Muschel oder sowas ähnliches? Zum Kaffee kaufen. Binde eine Schleife um die Kiste. Hä? Kiste? Da ist eine Kiste. Schleife? Nein, die geht nicht. Ah! Was? Ah, nee. Achso, das waren laute Fragezeichen. Okay. Entschuldigung, da haben wir auch Fragezeichen. Ah, da haben wir eine Lupe. So, dann schauen wir mal. Vielleicht finden wir das Zuhause eines Meeresbewohners. Das brauchen wir. Da ist es ja schon. Das brauchen wir noch. Das Messer. Und sonst nehmen wir mal das Geld mit.
Was haben wir sonst noch? Keramikschale. So. Ich finde es mit der Lupe cool. Da, Salz und Pfeffer. So, jetzt ist vorbei. Brief, da. Binde eine Schleife um die Kiste. Toll. So, Schleife haben wir hier. Kiste haben wir hier. Hier haben wir auch eine Schleife, aber es geht nicht. Haben wir da nochmal irgendwo was? Da ist noch Münze. Tannenzapfen, den hatte ich doch auch irgendwo gesehen. Da ist er. Weinglas. Vorhängeschloss. Du hast 150 Gegenstände gefunden. Na also, dann die Keramikschale. Keramikschale? Nein, da, da hinten. So, jetzt hab mit der Schleife. Die regt mir auf. Jetzt schauen wir mal. Ah, das hier und das hier. Ja, toll. Mann. Ja, danke, Retro Boy. Kennst du das Game? Ah. So, ich hätte jetzt Bock auf irgendwas Süßes, verdammt. So, kann man jetzt wieder was kaufen? Nee. Ja, dann spielen wir mal weiter. Veranda, oh Mann. Das ist ein Besen. Gib dem Hasen Kohl zu fressen. Okay, da haben wir jetzt erstmal eine Münze, die nehmen wir mit. Da haben wir eine Münze. Da auch. Natürlich nach Fragezeichen auch Ausschau halten, aber da sehe ich jetzt gerade keins. So, wo haben wir einen Hasen? Wo ist der Hase? Da ist Kohl. Und da ist der Hase. So. Brett auf Rädern. Ja, hier. Wird zum Kegeln verwendet. Zum Kegeln. Was denn zum Kegel? Da. Libelle, da haben wir da eine gesehen. Pfeife. Die liegt hier auf dem Tisch. Sprühflasche, die hatte ich auch gerade eben gesehen. Wo war jetzt die hier? Na, da haben wir wieder Münzen. Dann Schachfigur. Wo haben wir hier? Schwimmender Schlüssel. Ah, ja, hier. Tischdecke. Da, Tischdeckchen, genau. Federball. Schallplatte. Umschlag. Wo ist Umschlag? Da oben. Oh, danke, mein Schatz. Ah, ich habe was Süßes. So, leere Flasche. Ja, das bist du auch. Da, was haben wir da? Flasche. Zwei Mäuse. Eine haben wir hier. Mäuschen. Hallo Mäuschen, wo seid ihr? Da ist auch eine. Schere. Eine Schere. Ja, wo ist jetzt eine Schere? Da, Fragezeichen. Bonbon. Da unten haben wir einen Bonbon. Da ist eine Schere. Und Dartpfeil. Und Domino. Domino haben wir hier. Ja, da haben wir doch schon alles. Na, das war ja wieder super schnell. Cool. So. So, was haben wir jetzt? Das können wir wahrscheinlich wieder was Neues kaufen. Ja. Ja, was ist das hier? Ah, Keke, Hecke. Was nimmt man da? Machen wir das. Gut, fürs nächste brauchen wir schon 3000. So. Foto. Ja, das ist echt ein schnelles Game. Es geht ruckzuck. Bürste. Ne, Bürste. Bürste. Holzlokomotive. Teddybär. Und Schraubenschlüssel. Wo bist du jetzt? Hallo, ich habe dich doch gerade eben gesehen. So im toten Winkel. Dartpfeil. Jetzt da Dartpfeil. Taschenlampe. Maßband.
Ja, jetzt wird schon langsam ein bisschen... Da, Maßband. Hufeisen. Dartpfeil. Ah, und hier haben wir Münzen. Ja, Schraubenschlüssel willst du haben. Wo ist der Scheiß? Entschuldigung, sagt mir nicht. Aber wo ist der Schraubenschlüssel? Mob, du willst also mischen. Hier, bitte. Kleber. Hier, aber bitte nicht dran schnüffeln. Sonnenbrille. Haben wir da. Ölkanne. Ja, was musst du wieder ölen, mein Freund? So, Schraubenschlüssel, Kehrblech brauchen wir auch noch. Haben wir hier. Ölkanne, Ölkanne, Ölkanne. Das habe ich immer noch nicht gefunden. Golfschläger. Mann, 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 Mann. Da ist der Golfschläger. Flasche. Flasche? Ja, bin ich jetzt ganz blind oder nur halb blind? Vier Schlüssel, also. Eins. Ja, wo sind die anderen Schlüssel? Zwei. Zwei, 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 zwei. Drei. Und irgendwo muss noch einer sein. Aber hallo, wo ist der? Ach, da! Ha! Ah, Ölkanne hier! Ha! Aber es fehlt uns noch die Flasche. Schraubenschlüssel haben wir jetzt endlich. Pokal. Haben wir hier? Zielscheibe! Ja, ich habe doch eine Zielscheibe auch schon gesehen. Wo war jetzt das? Da oben. Und dann fehlt uns jetzt noch die Flasche. Da, der wollte mal, hat er wieder den Flachmann gemeint. Haha. Flasche, ja, ja. Gut, dann machen wir gleich weiter. Und zwar, jetzt. Wie reicht die Kohle? Nein, bei weitem nicht. Ja, Bell, halt. Gut. Werkstatt. Also Pfeife, Pfeife, Werkstatt. Der braucht eine Pfeife. Zahnrad brauchen wir auch irgendwo. Bücher. Finde die Kugel des Drachen. Hä? Die Kugel des Drachen? Erstmal die Münzen aufglauben. Und Gebiss. Ah, die Omi braucht den Gebiss. Na, wo ist es denn, ha, Omi? Ah, Zahnrad? Gebiss. Dann Kugel des Drachen. Ups. Kugel, da Thermometer. Nee, doch nicht. Dann eine Spinne. Ja, Pfeife. Haben wir auch noch nicht entdeckt. Doch, hier ist die Pfeife. Da nochmal. Der Drachen passt auch nicht. Ventilator. Ein Ventilator. Ventilator? Hallo, Ventilator. Da. Genau. Pferdeschuh, also ein Hufeisen. Bücher. Ja, wer liest denn Bücher? Hä, wer braucht die Bücher? Da oben haben wir die Bücher. Schauen wir mal. Dann ein Messer. Ist das hier? Ein Schlüssel. Da habe ich doch vorhin einen Schlüssel irgendwo liegen sehen. Da, hängt er doch. Spielkarte. Malerpinsel. Wo bist du, Malerpinsel? Ups. Was meint der? Kuh findet die Kugel des Drachen. Die Kugel des Drachen. Oh, okay. Ja, haben wir wieder einen kleinen Bonus. Das ist cool. Ja, mal schauen. Da ist der Spiegel. Kamm. Oh, das war's schon. Hä? Kugel des Drachen? Ah! So war das gemeint. So, dann Lampe. Kompass. Baseball. Zwei Rechen. Zwei Rechen.
Eins, zwei und den Apfel. So, Schraubenzieher, den hatten wir doch hier irgendwo. Genau, und dann haben wir das auch erledigt. Und Fragezeichen habe ich jetzt gar nicht geschaut, ob es da irgendwas gibt. Na egal. So, was gibt's im Chat? Hi Niki, wie das wird am Ende verkündet, wer gewonnen hat, oder? Ja, Patrick, es wird am Ende verlost. Ihr seht, wie gesagt, ich lese alle Namen vor, jeder Name hat eine Nummer. Und dann wird es mit einem Zufallsgenerator wird ausgelost, wer gewinnt. So. Oh, Telefon, Telefon! Aber nein, nicht für mich, für meinen Hund. Hahaha, die Omi. Komm doch, komm doch, komm, hier, Fuß, Fuß, Fuß. Den Schuh. Pokale. Ah, da haben wir wieder Münze, 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 Münze. So. Dann auch noch mal eine Münze und eine Kamera. Kommt dann gleich da. So. Gut. Zwei Pokale. Pokal Nummer 1. Pokal Nummer 2. Malerpinsel. Malerpinsel. Wo haben wir einen Malerpinsel? Ich sehe jetzt keinen. Bohr ein Loch ins Vogelhaus. Okay, da ist der Bohrer. Und wo ist das Vogelhaus? Ach, da. Cool. Den Traumfänger. Brille. Bild. Rose. So. Ein Vogel hat viel davon. Ah, Federn. Malerpinsel. Ich suche immer noch den Malerpinsel. Hallo? Malerpinsel. Laute. Eine Laute. Ah, hier. Laute. Eine laute, laute. Krawatte. Was haben, was die alles hier auf dem Tisch, auf dem Dach haben. So, Brille und ein Fächer. So, Brille habe ich immer noch nicht entdeckt. Sicherheitsnadel. Oh mein Gott. Wie findet man jetzt hier eine Sicherheitsnadel? Kegel. Einen Kegel. Einen Kegel. Da ist der Kegel. Kescher. Insekt. Ja, die Spinne wahrscheinlich. Nein. Hm. Oh, Fragezeichen. Insekt hier. Jawohl. Brille, Windrad. Ah, hier. Nein, oder? Nein. Ah, da. Schal. Da haben wir einen Schal. So, Brille, Wäscheklammer. Drachen. Ah, Drachen, 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 Drachen. Da ist Drachen. So, Brille. Wo ist die Brille? Ah, okay. Kamera, da ist die Brille. So, und jetzt fehlt noch die super Sicherheitsnadel. Ah, da. Wir haben sie. Jawollo. Nein, gibt es nicht einzeln. Ich werde die nur komplett verlosen.
So. Weil das ja dann Schwachsinn ist, wenn jetzt einer das Add-on gewinnt, hat aber das Hauptspiel nicht. Das ist ja dann irgendwie Schwachsinn. Deswegen alles komplett. So, jetzt da. Kann man Zaun kaufen? Weißer Zaun? Ja, weißer Zaun. Cool. Super. Gut, so. Das war's jetzt auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Aber bitte nicht weglaufen. Ich besorge mir jetzt die Liste. Bin in ungefähr ein paar Minuten wieder da. Und dann werden die Gewinner der drei Games gezogen. Und weitere Anweisungen folgen dann nachher. Also einfach hier bleiben und nicht wegrennen. Und dann ist erstmal Pause bis 21 Uhr. Und um 21 Uhr komme ich dann mit André Bürger. Ich hoffe, er schafft es pünktlich. Wenn nicht, dann fange ich schon mal ohne ihn an. Und zwar werde ich anfangen mit Flughafen Feuerwehr Simulator. Und dann das mal eine Stunde so zocken und mal schauen, wie lange das er überhaupt Zeit hat. Es steht da zwar dran, Open End, aber naja, also mal schauen, weil wenn ich setze jetzt eigentlich schon seit heute Nachmittag um 16 Uhr, das sind dann, wenn ich das schaue, 6-7 Stunden ist dann schon wirklich viel. Aber keine Sorge. Jetzt machen wir dann erstmal die Verlosung. Und echt, ich bin so froh. 71 Leute. 71. Der höchste Rekord war heute schon 94. Geil. Wenn jetzt irgendjemand Englisch von euch kann, bitte, ich denke mal, da sind ein paar Leute dabei, die was wahrscheinlich über Wieso kommen, die was Deutsch gar nicht verstehen. Bitte schreibt rein, dass die einfach warten sollen. Und es geht gleich weiter. Und um 21 Uhr geht es dann richtig weiter. Aber ich weiß nicht, pro Beat, denke ich mal, ist, das sind schon ein paar Namen dabei, wo man einfach sagt, okay, Deutsch hören die sich nicht an. Also einfach mal, Mäuschen, kannst du das vielleicht eventuell machen? Ja, denen reinschreiben, falls auch Engländer da sind, dass die warten sollen, um 21 Uhr geht's weiter. Aber jetzt gibt's erstmal Verlosung. So, gut, ja, bis gleich. Ja, Verena kommt schon und schreibt. Okay, bis gleich.